Hunderte Menschen ziehen in der nächsten Woche durch die Stadt. Geplant ist keine Demo, sondern eher ein entspannter Rundgang durch die Innenstadt. Denn hier hat sich viel verändert, gerade im Bereich rund um das Staatstheater. Bei der Modellstadterkundung können alle Cottbusser sehen, was sich denn genau getan hat. Auf der Route werden vor allem Neubauten besichtigt. Der Stadtrundgang ist mit den Jahren immer beliebter geworden. Am 7. Juni rechnet die Stadt mit etwa 600 Teilnehmern. Am Anfang bei der ersten Veranstaltung waren es 30 vielleicht und das ist über die Jahre dann aber sprunghaft gestiegen. Die Cottbuserinnen und Cottbuser warten schon immer richtig drauf und rufen an, wann ist es denn dieses Jahr endlich, und sind da wirklich sehr interessiert, die Ergebnisse der Städtebauförderung da sich anzugucken und verbunden mit diesem Kulturbeitrag jeweils. Denn an jeder Station ist auch immer ein bisschen Kultur mit eingeplant. Der Rundgang startet dann um 18 Uhr an der Lausitzer Straße. Hier entsteht gerade ein neues Wohnquartier. Das können Teilnehmer dann besichtigen und sich auch mal eine Wohnung anschauen. Weiter geht es dann über das Meldeareal zur Karl-Liebknecht-Straße. Später dann über die Berliner Straße bis zu den drei neuen Stadtvillen in der Wernerstraße. Alles, was neu ist, wird begutachtet. Da sind die Cottbusser neugierig. Also sie wollen ihre Stadt kennenlernen, vielleicht auch mal von der anderen Seite, wo man normalerweise nicht immer so täglich vorbeigeht. Dann gleichzeitig Informationen zu den einzelnen neu gebauten Objekten bekommen und natürlich auch ein bisschen Kultur dazu. Cottbusser sind ja sehr Kulturliebhaber und interessiert. Also diese Verknüpfung, denke ich mal, ist das Geheimnis. Also nächsten Donnerstag bequeme Schuhe anziehen und loslaufen. Um 18 Uhr geht es in der Lausitzer Straße los. Dann können die Teilnehmer die neuen Cottbusser Ecken mal genauer unter die Lupe nehmen. Anmelden ist nicht nötig.